So, jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Unstable 3, Folge Nummer 63. Ich muss jetzt mal ganz kurz nachgucken. Denn, so wie es aussah, habe ich gerade die letzte halbe Stunde fast umsonst aufgenommen. Das, ja. Ja, das habe ich. Denn mein Audioaufnahmenprogramm. Ich habe Videomaterial, aber ich habe kein Audio. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Folgendes. Ich habe das Ding hier gebaut. Advanced Alchemical Construct. Ich kann das nochmal ganz kurz zeigen. Das ist im... Ich bin gerade ein bisschen genervt, das ist jetzt nicht so. Ich hab ein bisschen viel erklärt. Und ein bisschen was gemacht. Und jetzt ist das... Ich habe nur zu spät erst darüber geguckt. So. Wir haben das Ding gemacht. Aus Void Metal, Primordial Pearl. Die Primordial Pearl geht beim Craften nicht verloren. Das ist ganz wichtig. Und dann baut ihr Folgendes auf. Und so haben wir das aufgebaut. Unten so 8 Advanced Alchemic Construct. Das heißt, ihr müsst zweimal craften. Plus so Alchemic Construct. Hier drüber. Und dann geht es dahin. Und dann baut ihr es fertig. Und dann braucht ihr 50 in dem Ding. Und dann kriegt ihr dieses Teil. Und jetzt das Wichtige, und zwar nimmt das hiervon jetzt Energie. Ihr seht Feuer und ich glaube Perditio, weiß es nicht. Eins war auf jeden Fall, dass es schneller geht und eins halt fürs Feuer. Und ihr seht jetzt, das Feuer wird immer höher mit der Zeit. Das signalisiert euch praktisch, wie schnell das Ding ist. Je mehr ihr da reinpumpt im Endeffekt, ihr könnt es auch mit flüssigen Essenzen machen, desto besser. So, und dann haben wir noch Folgendes gemacht, und zwar hier oben den sogenannten Crystal Grow, Essentia Crystallizer. So, der Crystallizer macht Folgendes. Alle Essenz, die dort reinkommt, verwandelt er in diese Crystallized Essenz. Beispielsweise können wir die mal kurz aufblubbern. Ich kann ja mal, wenn ich einen Zeppling reinschmeiße, werdet ihr gleich sehen, wie schnell es geht. Und gleich kommt es hier oben an. Also er kann sehr schnell sehr viel auch verarbeiten. Das ist der Vorteil von dem Advanced Alchemical Furnace. Jetzt seht ihr gerade, fängt er an. Und er braucht auch hier Wiss, damit er auch schneller läuft. Und kommt hier Crystallized Essence rein. So. Damit er, aber hier nicht aus dem letzten Buffer, damit ich nicht noch einen zusätzlichen Buffer brauche, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier ja noch, hier soll ja noch ein Jar hin. Und hier hinten ist der Essentia Crystallizer. Ich habe 3 Restricted Tubes gemacht, denn das Ding hat standardmäßig eine Suction von 128. Hier steht jetzt 64, aber es sind 128. Hier steht immer noch 64. Dann habe ich auf 32 runter, was theoretisch mit dem einen genauso viel wäre wie hier, aber ich möchte es gerne als letztes haben, deswegen noch eine, damit wir auf 16 runterkommen. Die Suction ist ja der Wert, mit der die Essenz angezogen wird. Es wandert immer zu dem Punkt mit der größten Suction, wenn es da nicht hin kann, zum nächsten. Also praktisch das Prioritätensystem. Ja, das haben wir jetzt hier erstmal umgesetzt, dass es hier in den Essentia Crystallizer kommt. Theoretisch könnten wir vorne auch noch eine Tube dran packen. Aber das wird alles in den Essentia Crystallizer gehen, von daher. Sinnlos. Nun gut, so brauchen wir hier nochmal zu. Dann habe ich hier hinten ein ME-Kabel angelegt. Welches bis ganz nach hier hinten führt. Und hier habe ich ein zweites Kabel gelegt. Das kommt vom Hauptsystem. Und das werden wir jetzt nutzen, um den Strom an die ME-Chest zu kriegen. Und zwar habe ich eine ME-Chest gemacht. Sowie eine 4K-Storage-Cell. Ich muss es jetzt alles nochmal zeigen. Das stört mich ein bisschen. Mit einer Fuzzy-Couch. Und Crystallized Essence. Crystallized Essence. So. Ich hoffe, das funktioniert so. Wir werden es gleich sehen. Bin mir immer unsicher, was sowas angeht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch einen Quarzfiber. Ich will den Strom übertragen. So. Ich bin gerade ein bisschen genervt, dass irgendwie, weil ich war gerade eigentlich, dachte ich mir, okay, du wirst jetzt fertig sein mit der Aufnahme fast. Ich mach's das noch schnell fertig, guck rüber, hat er nicht aufgenommen. Keine Ahnung, was ist. So. Ich möchte das Ding gerne noch drehen. Habe ich noch den Kopf drauf? Nein. Das war die falsche Taste. Mensch. Drehen. Drehen. So ist es richtig. Ja, sieht halbwegs richtig aus. Okay, ME-Chest.
Wunderbar. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir da so reinschmeißen. Zum Beispiel Paper. Angenommen, wir wollen jetzt 16 Paper reinpacken. Wir kriegen jetzt aber nur noch hier 4 rein. So. Achso, noch ein weiterer Tipp, den ich geben kann. Und zwar packt euch hier oben Open Crate rein. Also Open Crate von Soundcraft. Könnt ihr mit Rechtsklick verschließen. Und wenn ihr das gemacht habt, können da Items nicht reinfallen. Sobald ihr es öffnet, können die Items reinfallen. Damit verhindert ihr, dass ihr aus Versehen vielleicht Items reinwerft oder so. Könnt das nur manuell kontrollieren. So, das fließt jetzt hier durch. Das Ding ist schon voll, wie ihr seht. Es geht wirklich sehr, sehr schnell. Und jetzt macht er gerade das Cognito. Dann dürfen wir es hoffentlich gleich sehen. Oder speichert er es trotzdem hier drin dran? Nein, es scheint zu klappen. Sehr gut. Okay. Und jetzt haben wir diese 4 Karazelle. Es gibt, ich glaube, 48 Typen von Essenz standardmäßig mit Soundcraft. Es gibt noch ein paar Modded dazu, aber wir dürfen nicht über 64 kommen. Und von daher ist es kein Problem. Wir haben eine 64er-Zelle mit halt 4K extra, damit wir ordentlich Zeug speichern können, ne? Einfach nur Sicherheit. So, jetzt können wir hier die Jars dann alle aufsetzen, die wir brauchen. Und alles, was wir nicht brauchen, was wir praktisch als Bonus kriegen würden, was nicht gevoided wird in Void-Jars oder so, das wird crystallized. Und landet dann bei uns im ME-System. Und dann können wir es hier einfach rausnehmen und können das wieder reinschmeißen. Denn das hat genau die Wertigkeit 1. Jedes dieser Dinge hat genau einen Essenztyp. Das heißt, wir könnten, wenn wir es richtig machen, sogar damit Crafting-Rezepte für Soundcraft automatisieren. Oh ja. Ich hab da so eine kleine Idee, was man automatisieren könnte. Das würde dann folgendermaßen laufen. Das würde nicht über das Ding laufen, denn da müssten wir Rezepte einspeichern. Wollen wir aber nicht. Wir wollen gerne, dass wir es sehr, sehr schön machen. Und das wäre dann, falls es euch interessiert, wenn wir es machen, ich würde es gerne mal ausprobieren. Wenn ihr sagt, nee, dann probiere ich mal für mich rum. Wenn ihr sagt, ja, probier mal, dann probieren wir es mal. Und zwar mit dem normalen Crucible. Den wir immer wieder voll machen, mit Flüssigkeit. Es gibt da die sogenannte Everfull Urn. Das wäre was Schönes. Ja. Dass wir praktisch das Ding die ganze Zeit gefüllt halten. Und ja. Fällt mir sonst noch was ein? Eigentlich da zu diesem Thema jetzt erstmal nicht. Ich wollte das Ding halt erstmal aufsetzen. Weil ich finde das immer sehr, sehr wichtig irgendwann. Also ab einem gewissen Punkt werdet ihr es einfach brauchen, weil es dauert so ewig, ehe der Ofen dann leer ist und das Ding hat im Endeffekt kaum, ich weiß nicht mal, ob es ein Limit hat. Ihr könnt da einen Stack Cobblestone reinschmeißen, der ist fast instant fertig. Ich kann das zeigen hier, guck. Ist hier, so ist der Cobblestone. Go. Dürfte ja theoretisch hier gefiltert werden. Ich hoffe, es ist nicht zu schnell, dass es weitergeht. Hab ich gerade den Cobblestone eingesammelt? Da habe ich den Cobblestone eingesammelt. Ja, ich glaube, ich habe den Cobblestone definitiv eingesammelt. Sneak ich mal. Und jetzt sehen wir hier schon, wie wunderschön das Spedizio steigt. Und zwar rasend schnell. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich verstehe gerade nicht, ich höre gerade keine Musik. Kommt da was? Ich mach mal weiter. So. Ja, jetzt ist das Ding voll und jetzt macht er hier oben halt die Crystallized Essence, was überfällig ist. Also wir können einfach reinschmeißen. Haben wir Spaß. Können wir alles mögliche machen. Ja. So, das war nämlich noch ein wichtiges Ding, was ich unbedingt haben wollte. Gut. Dann. Was ich noch gemacht habe, also was mir noch gesagt wurde, sagen wir es mal so. Und zwar von einem englischsprachigen YouTuber. Also nicht mehr YouTuber, weiß ich nicht mehr, ob es YouTuber ist. Also von jemandem, der es mir nicht auf Deutsch geschrieben hat. Ich könnte die Items ja auch über eine Transfer Node einsammeln mit World Interaction Upgrade und einem Filter. Das ist richtig, wir könnten da filtern. Allerdings gibt es in den Filtern, glaube ich, meines Wissens, nicht die Möglichkeit, nach Ordictionary zu filtern. Das heißt, wir können nicht filtern, also beziehungsweise nach Metadateien können wir nicht filtern. Wir müssen die Items separat reinpacken. Und das ist das, was mich ein bisschen gestört hat, denn ich müsste dann jede Rune einmal gecraftet haben, um sie zu definieren.
Manche Runen habe ich aber noch und möchte nicht nochmal craften, sondern sag einfach nur das Rezept. Das ein bisschen sehr viel Aufwand ist für so eine einfache Rune. Nun gut, so, gibt's sonst noch was? Das hier habe ich noch nicht fertig. Wie gesagt, ich habe jetzt einen Kommentar bekommen, der gesagt hat, mach's doch offscreen, müssen wir nicht sehen. Deswegen habe ich jetzt das erstmal gemacht, diesen Advanced Alchemical Furnace, weil ich das sehr, sehr interessant finde und diese Crystallized Essence. Und ihr seht, wir sind jetzt schon fertig und haben die 22. Es geht einfach so schön schnell. Und damit können wir dann halt zum Beispiel bestimmte Dinge automatisieren. Und wir können theoretisch auch noch so einen Ofen basteln, den wir dort unten dann haben zum Aufblubbern, aber dann würden wir dauerhaft alles immer reinschmeißen, das ist auch nicht gut. Ihr habt ja gesehen, was wir das letzte Staffel gemacht hatten. Letzte Staffel hatten wir uns eine Sirtus-Quartz-Verdopplung automatisiert, nur mit Soundcraft und Add-ons. Das war eine Arbeit. Es hat funktioniert, es war aber eine ordentliche Arbeit. Und ich glaube, wir hatten es nur mit Cobblestone im Endeffekt, der sich selbstständig verarbeitet hat, im Endeffekt zu Sand. Dieses Sand haben wir zu Glas gemacht. Nee, anders. Wir konnten Sirtus-Quartz verdoppeln. Moment, Sirtus Quartz hatte nämlich einen Bug. Also, was heißt Bug? Wir brauchen 4 Vitreus und 2 Aqua. Aqua haben wir aus Freshwater gemacht. Wenn ich mal gucke, ist Sirtus Quartz. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Hat 2. Okay, es wurde geändert. Früher war es nämlich so, man brauchte 2 Vitreus. Aber ich glaube, wir hatten das mit Glas gemacht. Bin mir gerade unsicher. Hatten wir es mit Glas gemacht? Nee, wir haben es mit Pure gemacht, genau. Denn Pure Sirtus Quartz hat 5. Ein Pure Sirtus Quartz hat 5. Das heißt, wir können mit einem Pure Sirtus Quartz kriegen wir 5 Vitreos raus. Und ein Pure Sirtus Quartz machen wir mit einem Sirtus Quartz und einem Sand. Deswegen, das ist genial. Das war dieses kleine Ding, was mir aufgefallen war. Das Ding ist nur überteuert hier. Das war mir aufgefallen das letzte Mal in der Staffel und deswegen habe ich das gemacht gehabt. Also falls ihr irgendwie Tube mehr machen wollt, dann macht das so. Andernfalls, wenn ihr es schnell und einfach haben wollt, macht euch einfach eine gute Biene. Meine hat mittlerweile 3900 Sirtus Quartz produziert. Es ist einfach so schlimm. Ich weiß nicht warum, aber sie produziert und produziert Unmengen. Gut, so. Reaktor, müsst ihr mir sagen, ob wir den an der Folge machen wollen oder ob ich praktisch jetzt erstmal den normalen Reaktor aufsetze. Wobei ich mittlerweile sogar schon am Überlegen bin, ob ich auf Mox umstelle. Denn wir haben 18 Plutonium, und also 19 Plutonium. Das heißt, wir könnten 6, das heißt, wir würden auf jeden Fall ein Mox-Ding schon hinkriegen. Dann könnten wir einen Mox-Reaktor anfangen. Mal gucken. Ich brauche eigentlich noch mehr Plutonium. Ne, warte mal, wir brauchen... Doch. Wir brauchen 3 pro Jahr. Okay, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mindestens 2 mal 4... Und 2 mal 4 macht... Ne, warte, 2 mal 4 ist blöd. 2 mal 4 mal 6 muss ich rechnen. Also 12 mal 4 macht 40. Also wir brauchen noch eine ganze Menge. Ehe wir den Reaktor so automatisieren können, dass es sich wirklich lohnt. Gut, also das hat sich jetzt erstmal erledigt. Die andere Frage habe ich gestellt, ne? Mit dem Soundcraft ME-Automatisierung für ein paar Rezepte, was jetzt man so immer mal gebrauchen kann, wie zum Beispiel Nitor oder bestimmte Soundcraft-Dinge. Und ich weiß nicht, warum, der macht mir immer wieder mal Doing Wutsch. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe das jetzt extra schon umgestellt, ne? Damit er nur Living Wood macht, wenn es jetzt hier aus ist. Also, wenn es an ist, so rum. Ich habe das jetzt hier umgestellt und das Ding einmal gedrückt, damit es andersrum geht. Ich weiß nicht, warum. Jetzt funktioniert es wieder, aber immer wieder mal macht der irgendwie einen Haufen Living Wood. Wobei, hier sind 1400... Warte, was?
Nee, 1400, okay. Hat auch die doppelte Menge Living Rock mit einmal drin. Ich habe keine Ahnung, wann der den ganzen Scheiß immer macht und warum. Aber macht's. Ich habe keine Ahnung. Er macht's einfach. Ich weiß es nicht. Gut, soll mir relativ egal sein. Weiß ich nicht. Das hier müssen wir auch noch verbessern. Das ist mir noch viel zu langsam mit den Prozessoren. So, was wollte ich noch zeigen? Und zwar... jetzt muss ich es finden. Moment. Das da. Also ich glaube, ich habe das nämlich noch gar nicht gezeigt. Ich bin mir gerade unsicher. Und zwar... Ich glaube, ich habe das gezeigt, oder? Ich glaube, ich hatte das gezeigt, ne? Dass ich jetzt das machen könnte. Ups. Stone Brick. Genial, oder? Also theoretisch könnten wir das machen. Ich bin auch überlegen, ob es sich lohnen würde. Könnten wir eigentlich... Mensch, wenn ich jetzt... Da ist gerade was drin, ne? Crafted Sand. Okay, ist da was drin? Nein. Dann nehmen wir den mal weg. Was passiert, wenn ich jetzt hier das mache? Dann das hinsetze. Anscheinend geht's. Okay, und er rendert dann sogar oben drauf dieses kleine Pinöbelchen noch. Okay, also es ginge. Na gut, mal gucken. Das wollte ich jetzt nochmal getestet haben. Eigentlich wollte ich auch nochmal irgendwann die Essentia Pump nochmal zeigen. Und wir wollten das mit der Essentia Tunnel machen. Alles mit. Ah, es gibt noch so viel. Man weiß halt immer gar nicht, was lohnt sich noch jetzt erstmal zu machen. Womit fängt man jetzt als nächstes an? Oh, Hilfe. So. Und das da hinten? Ich hatte noch überlegt, ob ich eine Skystone Chest mache hier oben, die automatisch hier vorne reinpackt, aber es wäre eigentlich relativ sinnlos, wenn ich das mache. Das reicht erstmal vollkommen. Damit haben wir auf jeden Fall nicht mehr so viel über und alles, was praktisch drüber geht, wird ja dann verarbeitet. So. Und dann wollte ich... Ich wollte irgendwas machen. Moment. Moment, 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 Moment. Mir fällt es gleich ein. Machen wir mal so. Das ist gerade in Arbeit. Golem Baumform wollte man noch verbessern. Magic Mirrors, Elvia Produktion. Das waren auch noch so Pläne. Oh Gott. Warte, mir kommt gerade hier eine Idee, wo ich den Cobblestein sehe. Ich wollte irgendwas machen. Ich hab's komplett vergessen. Ich hatte noch was vor. Color Applicator. Genau. Oh Mensch. Ich dachte schon, mir fällt sie mir ein. Und zwar. Das ME-System nimmt langsam Größen an, wo wir ab und zu mal Subnetzwerke brauchen, beziehungsweise nicht immer überall Cable Anchor nebeneinander haben wollen, um Channel voneinander zu trennen. Und an dieser Stelle kommt der Color Applicator wunderbar zum Tragen. Dafür brauchen wir allerdings nur 4K. Ich wahrscheinlich nicht craften kann, weil keine. Doch, kann ich. Und wir brauchen noch eine Energy Cell. Dafür brauchen wir Fluix. Dust. Okay, wir werden auch mal Folgendes machen. Wir machen mal 10 davon. Beziehungsweise einen kann ich nicht. Okay, warten wir dann. Wir brauchen nämlich noch, dass das ME-System wenigstens hier immer mal Fluix Crystal noch mit drin behält. Das geht sonst gar nicht. Oh mein Gott. Wir haben keinen Logic Processor mehr. Ich glaube, wir haben ein Problem mit Silicon, ne? Ja, haben wir. Okay.
Wir müssen also dem ME-System beibringen. Wir brauchen eine Segmail. Okay. Wir brauchen später auf jeden Fall eine Flex-Segmail. Mal 10 davon. Und was fehlt noch? Ein Quarzglas. 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 Was machst du? Das. Sand. Das reicht immer noch nicht. Wir brauchen wirklich mehr von den Dingern. Kann ich bitte mal ein... Die werden da wohl gleich fertig sein hier. Der Craft der 11, der Craft der 11, der Craft der 1. Ach, Gottes Willen. Dauert also ewig. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Formation Core. Habe ich da noch einen? Sehr gut. Quarzglas. Ich möchte jetzt gerne Quarzglas craften können. Brauchen wir es halt per Hand. So, jetzt dürfen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Silicon haben. 160, okay. Wir müssen halt wirklich dafür sorgen, dass immer, wenn wir kein Silicon haben, also solange wir unter 200 Silicon haben, exportieren wir Clay in so eine Segmail rein. Clay wird zerdämmert. Wir kriegen mindestens 2 Clay ja zurück. Also nur ein Teil halt davon. Wir produzieren da oben ja die ganze Zeit Clay aus Sand, ist kein Problem. Auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, dass... Sag schon. Wir halt das Clay dann in die Segment. Ich bin raus. Tut mir leid. Ich habe den Faden komplett verloren. Weil das blöde Zeug hier nicht will. So, okay. Energy Cell. Lass mich. Ja, schmeiß weg. Okay, so. Color Applicator. Das Ding, werdet ihr sehen, kann man nicht öffnen. Was wir noch bräuchten, ist eine Chest. Also ein beziehungsweise Terminal. Können wir mal ganz einfach ein Terminal machen. Ein Cable vielleicht noch, sowie eine Drive. Ich glaube, ich habe noch einen übrig. Genau. Könnte auch theoretisch auch mit einer ME-Chest machen. Quarz-Cable. So. Machen wir das mal ganz kurz so. 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 Und, achso. Das geht so nicht. Moment. Mensch, müssen wir ganz kurz andersrum machen. Das Ding hier hin. Das Ding dahin. Das Ding dahin. Und jetzt können wir hier den Color Applicator reinpacken. Einfach wie eine Storage Cell. Der ist allerdings formatiert. Wir kriegen da nicht alles rein. Und zwar brauchen wir sogenannte Matter Ball. Die da. Die Matter Balls. Ist kein Crafting-Rezept da. Das Einzige, was wir wissen, okay, wenn wir es mit Farbstoff zusammen craften, kriegen wir so komische Farben raus. So. Wie machen wir den Matter Ball? Ganz einfach, in einem Matter Condenser. So, den können wir ganz kurz craften. Und der funktioniert folgendermaßen. Theoretisch alles, was wir Trash kennen würden, könnten wir hier reinleiten. Wir haben jetzt hier ME Condenser Output Destroy Items Condense into Matter Balls. Also 256 per Item. Condense into Singularities. 256.000 per Item. Das heißt, hier brauchen wir theoretisch normale Storage Cell. Hier brauchen wir eine 64er. Also mindestens. Wenn wir ganz kurz gucken. 1K. Craften. Go. Boah, das klappt wenigstens jetzt mittlerweile schon relativ gut. Und dann nehmen wir Cobblestone. Und packen wir hier rein. 64 von 256. Klick, klick. 120, und wenn wir jetzt hier den letzten reinballern, klick, kriegen wir einen Matter Ball. Das heißt, wir brauchen einen Haufen Zeug, und das ist der Grund, warum ich gerne das woanders machen würde. Der funktioniert ja vollkommen ohne Energie. Was wir jetzt machen, ist, was wir normalerweise in unserem Trash kennen im Endeffekt. An Cobblestone. Hier wollen wir im Moment. Das machen wir weg. Und wir sorgen jetzt. Ups, falsch. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir nochmal einen Storage-Bus haben. So. Sowie einen Cobblestone.
der dafür sorgen wird, dass wir praktisch den ganzen Cobblestone, alles was wir über haben, ballern wir hier rein. Beziehungsweise ich möchte nicht gerne auf die Vorderseite vom Controller verdecken. Ein bisschen unpraktisch. Können das ja mal. Na, kannst hier gleich reinpacken. Ist gerade was überlegen. Brauchen wir dann theoretisch gar keinen. Na doch, ich möchte es gerne. Nee, wir machen das doch extra. Okay. Entschuldigung für meine Überlegung, aber manchmal muss das sein. Cable. So. So. Zwar hier hin. Deutsch passt drauf. Cobblestone definieren. Das Ding hin. Das Ding hin. Kondens. Richtig. Wir müssen es doch da dran packen. Moment. Jetzt muss ich nur gerade überlegen. Das war jetzt dämlich, weil das Ding wird ja direkt hier reingepumpt, nicht über den Storage-Bus. Das war halt dämlich. Wir haben jetzt hier. Na gut, wir können trotzdem noch einen Storage-Bus zusätzlich machen. Das ist der Drawer-Controller, ne? Kann ich hier eine Pipe machen? Die. Ich glaube, wenn ich eine normale Pipe mache, die nochmal einen Schritt weiter, also dafür sorgt, dass das Ding hier einen länger geht. Dürfte es kein Problem sein. Mensch. Habe ich denn noch ein Cover? Cover. Sehr gut. Machen wir es folgendermaßen. Machen wir jetzt das hier hin. So. Das Ding da hin. Das Ding da hin. Das Ding da rein. Das hier. Das so. Jetzt habe ich den Metaball da reingeworfen. Ah, jetzt. Okay. Und jetzt sehen wir, wie hier schon die Items schön ansammeln. Es ist jetzt nicht das Schnellste, natürlich. Wir haben hier übrigens immer noch keinen Oktadikt, weil, wie gesagt, ich habe einfach zu wenig Lapis. Ich brauche eine Lapisbiene. Ach komm, was soll's. Wir machen das nebenbei. Und das, ja. Lapisbiene, muss ich gucken, wie ich das mache. So, Metaball. Und die müssen wir jetzt in das ME-System pumpen, was jetzt nicht so das Problem sein dürfte. Und zwar. Beziehungsweise. Möchte ich das überhaupt wegpumpen? Das ist eine gute Frage. Erstmal müssen wir das Ding hier nochmal aufladen auch. Habe ich hier eigentlich Strom dran gebammelt? Nein, habe ich nicht. Ich habe es weggenommen. Depp. Naja. Gehen wir langsam mal dahin. Und dann möchte ich gerne mal eine Conduit. Und zwar davon zwei. Möchte nämlich gerne meine Items im Inventar auch aufladen können. So, Dankeschön. Und wir haben jetzt einen Wireless Charger. So, damit haben wir praktisch, und das werden wir dann auch zum Beispiel nutzen für unser Wireless Terminal. Da brauchen wir nicht mehr aufladen, wir haben das immer voll. So, jedenfalls. Können wir das jetzt reinpacken. Und wenn wir jetzt mal die Metaball gucken. Lalalala, wir brauchen, glaube ich, 8 Stück davon. Gucken. Ja, wir brauchen 8 Stück. Das ist ein wenig zu viel für meinen Geschmack. Aber wir können das ja wunderschön machen. Indem wir einfach diesen da machen. Diesener machen. Diesener machen. Diesener machen. Oh mein Gott. Es ist viel zu viel. Okay. Nochmal. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Okay. La la la. La 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 la. Nein, das war jetzt egal. Okay, jetzt dürfte ich theoretisch hier. Wunderbar. Jetzt haben wir 9. Wuhu. Okay. Ihr seht, wir brauchen einen Haufen Items und das heißt, wir bräuchten theoretisch nochmal einen anderen Cobblegen vielleicht dafür. Aber wir können jetzt hier jede Farbe nehmen, zum Beispiel Bone Meal. Und dann können wir Paintball weit machen. Jetzt kann ich auf normale Metaball. Wie sehen? Nein, geh nicht rein. Okay, und jetzt können wir diesen Paintball anpacken. Jetzt können wir diesen Color Applicator mit Shift und Mausrad theoretisch durchscrollen. Ich habe natürlich jetzt nicht genügend Zeug, um das zu tun.
Das ist natürlich sehr, sehr gut, ist, aber na gut, wir machen mal. Das war das Falsche. So. Machen wir es mal ganz kurz so. So. Hat mir das jetzt überhaupt Metaballs gebracht, sag mal? Achso, ja stimmt, wir brauchen ja. Ah, wir brauchen ja 256. Ah. Moment. Jetzt habe ich immer noch Cobblestone. Lalalala. Lalala. Lalala. Okay. Dann holen wir nochmal die letzten Metaballs. Beziehungsweise ich habe hier welche schon im Inventar. So, 8 Stück. So, und wenn wir die jetzt. Muss ich ganz kurz gucken, welche Color ich da brauche. Na, ist egal. Red. Beispielsweise. Noch rotes Kabel. So. Also noch rote Farbe. So, klick rein. Und dann können wir jetzt hier mit Shift und Scrollen durchscrollen. White, Red, White, Red. Es gibt auch eine Möglichkeit, auf Fluix zu kommen. Ich weiß nur gerade nicht wie. Moment, wir testen das einfach mal aus. Cable. Ich habe da nämlich gerade so eine Idee. Wie es vielleicht. Ich habe das Ding schon lange nicht mehr benutzt und die Folge ist eh gleich vorbei. So, und dann. Ja, so. Und zwar, was hat das überhaupt einen Sinn, Kabel zu färben? Tja, ganz einfach. Wenn ihr das beispielsweise so macht, verbinden sich die Kabel nicht. Das sind zwei unterschiedliche Netzwerke. Okay, also man kann nicht mit Shift-Rechtsklick wegnehmen. Sache ist die, ihr verbraucht halt die ganze Zeit diese Paintballs. Was natürlich den Nachteil hat, ihr braucht natürlich das Zeug da wieder. Also will ich gerade gucken, Paintball White, Paintball Black, Green Red, Blue Brown, Cyan Purple, Gray Light Gray, Lime Pink. Wie kriege ich die Fluix-Farbe hin? Sag mal. Bin ich gerade ein bisschen dämlich? Muss doch weggehen. Es geht auf jeden Fall irgendwie weg. Ich weiß nur nicht gerade wie. Wenn ich einfach zu doof bin. Okay, mit Shift-Klick tut man es nur. Ich habe keine Schimmer. Gibt es eigentlich, warte, was ist das? Gibt es für keine Cable-Farbe, sagen wir mal so. Wir haben alle Farben. Fluix-Cable können wir in Wasser craften. Ich glaube nicht, dass wir da Wassereimer reinpacken können. Ich muss mich da nochmal belesen. Das mache ich dann bis zum nächsten Mal, denn wir haben schon viel zu viel aufgenommen wieder. Und ja, damit können wir halt die Kabel dann schön färben und dann können wir zum Beispiel dafür sorgen, dass Dinge wie hier parallel laufen können. Dass sie einfach anders gefärbt sind. Dass dieses Netzwerk hier anders gefärbt ist als das Hauptsystem beispielsweise. Und damit können wir dann ein paar Dinge besser zu kontrollieren, damit sich Kabel halt überhaupt nicht erst verbinden. Wir brauchen haben keine Probleme mit irgendwelchen Cable-Anchors und was weiß ich nicht, was wir halt manchmal brauchen. Das funktioniert alles gut. Ja, das ist jedenfalls der Plan. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Leute zu sehr verwirrt, aber wie gesagt, ich hatte die Hälfte der Folge schon mal aufgenommen. Also ich war schon fast am Ende diesmal, deswegen ging das jetzt so schnell, der Anfang. Weil einfach nur er meinen Ton nicht aufgenommen hat. Das heißt, ich durfte den ganzen Mist nochmal machen. Nun gut. Ja, wir haben 3 Metaball. Wuhu. Hat er eigentlich, wie viel kommt es denn jetzt? 82.000, 1024. Ne, wir haben voll. Wir haben voll. Okay. Ich krieg die nicht da rein, ne? Die normalen Metaball. Ne. Ja, da muss ich, wie gesagt, dann nochmal gucken, wie das so funktioniert. Und ich ist ein Paintball. Sombar. Was sind Lumen? Okay, ne, das möchte ich nicht. Ja, da muss ich dann, wie gesagt, mal schauen, wie das so funktioniert, welcher da der Fluix ist. Und dann färbe ich die zurück. Aber bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Project Unstable 3.
Let's figure out how everything works. Probably. Probably. English for the win. Vor allem, wenn man es nicht kann. Gut. Ja. Dann danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Jetzt wirklich tschüss. Wir haben ein paar Dinge geschafft. Und ein paar Überlegungen sind halt dadurch jetzt leider weggefallen, weil, ja, wie gesagt, wenn man das schon mal gemacht hat, ist ein bisschen blöd. Gut, aber ich will jetzt nicht mehr lange um heißen Brei rumreden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, zum 10. Mal. Auf Wiedersehen. Tüdelü.